müssen wir nicht mindestens hier hin, weil da in der Ecke ist ein Schalter. Da. Nein, den müssen wir aktivieren. So. Aktuell machen wir das Ganze noch mit der Schleuder, aber die... Sagen wir, wird nicht nutzlos, aber wir kriegen einen neuen Gegenstand, wie immer. So, dann können wir hier noch... Ja, nein. Mach die so kaputt, das ist schön einfach. So, jetzt gehen wir hier durch und hier rum. Beim letzten Mal bin ich übrigens an den Spinnen fast verreckt. Das ausrückt. Ich habe meine Feder für geopfert. So, und jetzt haben wir hier einen Gegenstand. Du hast die Taschenkarte erhalten. Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst. Sehr groß ist dieser Dungeon nämlich nicht. Sie weist sich außerdem auf Schatztruhen hin. Behalte sie deshalb gut im Auge. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du kannst nun eine Karte dieses Gebiets... Du hast nun eine Karte dieses Gebiets erhalten. Rufe sie durch Drücken der Kreuztaste auf. Darauf wird dir angezeigt, wo sich Türen und... wo sich Türen oder Schatztruhen befinden und ob diese geöffnet, versperrt oder ungeöffnet sind. Symbole wie X markieren eben genannte Stellen. Ich weise dich jedoch darauf hin, dass du an Orten wie diesen keinen Signallichter setzen kannst. Ja, das ist nicht so schlimm. Anders ausgedrückt. Ja, jetzt blinkt die Karte. Wir haben Karte und Kompass in einem. Was ich sehr, sehr geil finde, weil es, ja, der Kompass ist nutzlos. Naja, also manche finden ja die Karte nutzlos und den Kompass. Ich finde eigentlich nur den Kompass nutzlos und ich habe irgendwas vergessen zu machen. Verdammt, warum habe ich das vergessen? Hopp. Was eigentlich ziemlich unwichtig ist, sagen wir mal. Zack. Komm mal her. Ich mach mal hier die... Ach, die habe ich überhaupt gescannt, die Spinnen. Also, gescannt. Ja, ich sollte das vielleicht wegstecken. Danke. So. Hier ist eine Skullwandula. Diese kann klettern an Efeu und wenn dem Punch böhnen wird sich jemand näher. Sie ernähren sich, indem sie die Körper anderer Lebewesen aussaugen, wodurch sie wachsen und an Kraft zunehmen. Das, ja. Also, wenn du so tief bist, bräuchte es nicht so. Hopp. So, wir machen mal hier auf. Ist quasi nur eine Abkürzung zum anderen Raum. Verdammt. Jetzt habe ich den Rubin nicht gekriegt. Egal. So, und jetzt wollen wir rechts rum. Weil wir müssen da noch hoch. Langsam gehen mir die Kerne aus, das ist nicht gut. So. Weiter geht's. Da-di-dam. So. Jetzt haben wir hier gleich eine kleine Begegnung mit einem Spinnchen. Oder? War das hier? Ja, hier war aber die Spinne. Ah, oh, Gebieter, in der Nähe befindet sich ein Ziel, das du anvisieren kannst. Ja, ich hab's schon gefunden. Kannst du mir schon Infos darüber geben? Nee. Ja, das hatten wir alles schon. Keine Details mehr. Ja. Muss sie einmal so anhauen, damit sie sich umdrehen. Dann kann man runterfallen. Genau. Weg mit dir. Weg mit dir. Darum habe ich dann noch eine gesehen. Du, ich habe noch 3 Schuss. Ne? Wunderbar. Hopp. So. Warum haben wir schon was gesehen?
Na komm. Danke. Und zustechen. Verlesen diese Tür, da kann man. Triff ich einmal unterhalb. Ja, Achso, da unten musste ich rein. Genau, da war ja was. Dumm, die dumm. Jetzt musste ich da oben drankommen. Nein, das war falsch. Warum drücke ich immer B? Ich bin noch an Twilight Princess. War das, glaube ich, dass man den gleichen Knopf nochmal drücken musste. Damit er geschossen hat, oder? Oder das war irgendein anderes Spiel. Ich weiß es gar nicht. So, wir schwimmen, wir schwimmen. So, hopp, hopp. Ah, das finde ich so viel angenehmer. Das Klettern. Ja, komm. Falle raus. So, und das war's hier schon. Herzen. Moment, ich muss mir ganz kurz gucken, ob es hier Herzen gibt. Nö, verdammt. Da, die, da. So, hier. Wieder raus. Jetzt könnte man. Ne, kann man noch nicht, ne? Hehe. Wir sehen, da fehlt uns ein Schlüssel. Wir haben aber auch nicht alles erforscht. So. Hier, ich habe noch 2 Schuss. Danke. Komm. So. Ah, komm her. Herzchen sind sehr nice. So, jetzt haben wir hier. So, jetzt haben wir hier ein Spinnchen. Ja. Das ist nicht das Problem. Zack, das war's schon mit dem Spinnchen. Ah, oh, das gibt ein Herz. Wunderbar. Ihr wollt gar nicht wissen, wie sehr ich da. Okay, hier habe ich auch einen Moment gehangen. Man muss beide Augen aktivieren und dann beide halt drehen. Ist zwar nicht so das große Rätsel, aber ich habe doch eine Weile davor gesessen, weil ich habe gedacht, ich müsste die nacheinander machen. Und ja, das ist halt. Ganz gut gemacht. Da, 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 da. Was kleine Schüsse erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen in diesem Gebiet öffnen. Du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden. Warum auch immer man das bei Zelda immer nur kann. Also. Das werde ich nicht verstehen, warum man den Schlüssel immer nur einmal verwenden kann. Das ist etwas unsinnig, aber. Egal. Dumm, die dumm. Hier durch. Die Schlösser sind sehr ähnlich von Twilight Princess, wie ich finde. So, hier durch. Und jetzt war das. Ja. Wir haben jetzt. Ne, wir haben eigentlich keine Auswahlmöglichkeit. Wir müssen da oben rein. Und ich habe zum Glück getroffen. Komm, 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 komm. Ah, schlag zu. Weg. Wer was fallen lassen? Nö. So, und hier haben wir nämlich den Miniboss. Hiha. Der Skelettkrieger mit 2 Waffen. Ich schätze mal, er wird später ein normaler Gegner sein. Ah ja, und er trifft mich ständig. Nur so simpel. Ah, und er hat mir 2 Herzen abgezogen. Ja, und ich vergesse immer auszuweichen. Uhu. Herzenpflanze, Herzenpflanze. Danke. Hopp, 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 hopp. Da war noch eine. Ich weiß es doch, da ist sie. Okay, jetzt kann ich wieder kämpfen. Ah, ich muss, sobald er das macht, eigentlich abhauen. Okay, das war's schon. Schwein gehabt. Beim letzten Mal habe ich, glaube ich, den Fee verbraten. Und ich habe vergessen, das Ding quasi zu scannen. Was hat sie jetzt? Gebieter, deine Herzen haben ja dramatische Heilmaßnahmen zu ergreifen. Ja. Ich könnte eigentlich. Ja, komm. Der ist sowieso viel zu langsam.
So. Weil ich weiß, ich kriege hier gleich noch eine Fee. Da, du hast den Käfer erhalten. Dieses käferartige Artefakt fliegt auf magische Weise durch die Luft. Zeig mit der Wii-Fernbedienung auf den Wisch und lass den Käfer durch Drücken von A fliegen. Verlierst du beim Zielen den Fokus, drücke einfach auf Steuerkreuz runter, um deine Ansicht wieder zu zentrieren. Jiha, der Käfer ist cool. Ich habe das soeben gefunden, Tim Alasir, seine insektenähnliche Gestalt deutet auf Flugfähigkeiten hin. Neige die Wii-Fernbedienung, um es aus der Entfernung zu steuern und kleinere Objekte zu treffen oder mit seiner Zange zu zerschneiden. Um nähere Informationen über das Item zu erhalten, aktiviere es durch Drücken von B und drücke 2. So, wir haben es direkt ausgerüstet, wie man sieht, was sehr nice ist. Und wir können halt das hier. Verlieg. Und der kann halt, wie gesagt, durchschneiden. Das heißt, er schneidet auch hier die Dinger durch. Wir müssen jetzt aber erstmal den Schalter wieder aktivieren. Weil die Tür ist zu. Und so kommen wir wieder heraus. Yeah. So, und weiter geht's. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen klar Schiff machen quasi. Ein bisschen die Gegner hier mal. Wo seid ihr? Weg mit euch, ja. Du. Auch. Ja, genau. Findest du bitte? Dankeschön. Jetzt gib mir ein Herz. Verdammt. Ah, der Käfer. Hol mir Herzen. Danke. Und zurück mit dir. Hops. Danke. Nein. Das war falsch. Nein. Lass mich hier weiter. Da haben wir noch einen. Stealth-Angriffe. Oder auch nicht. So. Wir müssen jetzt erstmal. Ich glaube, der eine Schalter war da oben drin. Ha. Oh. Uiuiui. Ein goldener Schädel, ein goldener Schädel. Was? Ne, ist ein normaler Schmuckschädel. Aber auch gut. Aber zwei Stück. Wunderbar. Mal gucken, haben wir hier noch Herzen? Ne. So, jetzt muss ich noch gucken. Ich glaube. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Nein, das war falsch. Ich werde da noch drauf klarkommen. Irgendwann. Flieg, Käfer, flieg. Der fliegt übrigens nicht unendlich lange. Wie gesagt, er fliegt nicht unendlich lange. Ich fliege genau drumherum, ist ja nicht zu glauben. Gehen wir mal ein Stückchen weiter zurück. Vielleicht noch ein Stückchen weiter zurück. So. Nein. Flieg, Käfer, flieg. Und ich fliege schon wieder. Patsch. Ja, da. Laufen wir mal kurz hier rüber. Ich möchte eigentlich diese Kiste da runterhauen. Wo ist denn jetzt da hinten? Nein. Du, weil in der Kiste ist was Schönes. Ist das die Kiste? Ich glaube ja. So kommt man da am besten dran. Bums und. Ne, da sind Rubine drin. Aber auch gut. Rubine sind auch schön. Moment, war hier noch eine Kiste? Da ist noch. Okay, da ist noch eine Kiste. Gut, in einer von den Kisten ist nämlich eine Feder drin und die möchte ich haben. Räums der Hems. Wohlgemerkt, ich habe jetzt schon viel mehr geschafft als in der letzten Aufnahme zu dieser Zeit. Da ist die Fee. Genau die möchte ich haben. Nein, nein, nein. Berühr mich nicht, berühr mich nicht. Da-dam. Ich bin so ein Held.